Madame, eine Taube hat dich bekleckert. Bist du krank? Sehr scharfsinnig, dieses Kind. Ich nehme meinen ganzen Willen zusammen und hebe den Zeigefinger. Das kann ich schon seit letzter Woche. Nur hat es bisher keiner bemerkt. Nicht einmal Yvette. Ich heiße Virginie. Eine kleine Hand legt sich auf meine. Was macht sie? Ich wisch dir den Klecks weg, Madame. Du bist sehr schön. Wie eine Prinzessin. Wohnst du hier? Wenn du den Zeigefinger hebst, bedeutet das ja? Ich hebe den Zeigefinger. Es ist seit Monaten meine erste Unterhaltung. Ich wohne auch hier. Ich bin mit meinem Papa hier. Wir kaufen drüben im Supermarkt ein. Papa arbeitet in einer Bank. Meine Mama ist Bibliothekarin. Ich bin 7 und gehe in die 2. Klasse. Du, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ich hebe den Zeigefinger. Als ich selber 7 war, was für große Dinge wollte ich da vollbringen? Es war einmal ein kleiner Junge. Der hieß Viktor. Er war sehr böse und eines Tages hat man ihn tot im Wald gefunden, wo er aber gar nicht hin durfte. Die Polizei ist gekommen, aber sie haben nichts herausgefunden. Es war die Bestie der Wälder. Was erzählt dieses Kind da bloß für Schauerbärchen? Nach Viktor hat sich die Bestie der Wälder ein anderes Kind geschnappt. Man hat ihn im Gebüsch gefunden und er war voller Blut. Und dann kam Renaud dran. Renaud war mein großer Bruder, weißt du? Und gestern hat sich die Bestie Michelle geschnappt. Unten am Fluss. Dieses Mädchen ist verrückt. Wie kann sie sich nur so eine Geschichte ausdenken? Aber ich weiß, wer alle getötet hat. Wo hat die Kleine diesen Unsinn her? Schon wieder ein Kind, das zu viel Fernsehen guckt. Seitdem habe ich die ganze Zeit Angst. Ich habe die Bestie nämlich gesehen, als es mit Renaud passiert ist. Hinten im Garten. Virginie, ich suche dich schon seit der Viertelstunde. Ja. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst in der Nähe vom Kiosk bleiben? Sie hat sie doch hoffentlich nicht gestört, Madame. Madame? Oh, ja. Entschuldigen Sie. Die Leute entschuldigen sich immer, wenn sie meinen Zustand bemerken. Oder sie sprechen mit mir, als sei ich geistig behindert. Sag auf Wiedersehen zu der Dame Virginie. Auf Wiedersehen, Madame. Wir kommen jeden Samstag zum Einkaufen hierher. Ja, das reicht, Virginie. Ist etwas passiert? Nein, nein. Meine Tochter hat nur mit Madame gesprochen. Hoffentlich hat sie sie nicht gestört. Oh nein, bestimmt nicht. Im Gegenteil. Mademoiselle Elise war immer... Ich höre Yvette flüstern. Ich überlege, was sie ihm wohl erzählt. Ein schrecklicher Unfall, bla 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 bla, blind geworden, kann nicht mehr sprechen. Wenn du nächsten Samstag da bist, erzähl ich dir die Geschichte weiter. Komm schon, Virginie. Auf Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Was für ein nettes kleines Mädchen und so gut erzogen. Der Vater ist auch ein sehr sympathischer Mann. Groß, elegant, fast wie... Wie Benoit, wolltest du sagen. Nein, Benoit war einzigartig. Stellen Sie sich vor, Mademoiselle Elise, jetzt ist die Seezunge schon wieder teurer geworden. Also bald können sich nur noch reiche Leute frischen Fisch leisten. Ich höre nicht mehr hin. Ich grüble über das nach, was mir die kleine Virginie erzählt hat. Ja, ich erinnere mich an den kleinen Viktor, den Sohn der Tabakhändlerin. Jeder hat damals von der entsetzlichen Geschichte gesprochen. Er wurde in der Nähe des Kanals gefunden, erwürgt und verstümmelt. Das muss mindestens 2 Jahre her sein und bald darauf der andere. Beide Fälle sind, soviel ich weiß, nie aufgeklärt worden. Und dieser kleine Michel? Habe ich den Namen nicht erst gestern gehört? Ach ja, Yvette hat erzählt, dass er verschwunden ist. Heute Abend muss ich unbedingt die Nachrichten hören. So, und jetzt noch den linken Arm. Dann haben wir es wieder für heute. Eine Folterstunde. Meine schlaffen Muskeln werden von Catherine, der Krankengymnastin, bearbeitet. Haben Sie schon gehört, Madame Yvette? Jetzt haben Sie den kleinen Michel gefunden. Er ist erwürgt worden. Was? Erwürgt? Ja, ich habe es in den Nachrichten gehört. Ein Angler hat heute Mittag seine Leiche gefunden, unten am Fluss. Wie entsetzlich. Aber da muss der Junge schon mindestens 24 Stunden tot gewesen sein, sagen Sie. Was für eine Welt. Wie alt war er? 8. So ein hübscher Junge mit blonden Locken. Wenn ich Kinder hätte, würde ich sie jetzt nicht aus dem Haus lassen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der vierte Mord in 2 Jahren in dieser Gegend. Der vierte? Ja. Erst hat man ja keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Morden gesehen. Aber jetzt? Gibt's denn schon eine Spur? Nein, die Polizei tappt im Dunkeln. Also hat Virginie die Wahrheit gesagt. Aber woher wusste sie eigentlich von diesem Michel Masnay? Ich erinnere mich genau, dass sie gesagt hat, und gestern hat sich die Bestie Michel geholt unten am Fluss. Jetzt erzählt Catherine, dass man die Leiche erst heute Mittag gefunden hat. Wie konnte Virginie das heute Morgen um 10 Uhr schon wissen? Sie muss die Leiche gesehen haben. Oder den Mörder. Aber wenn das so ist, muss man unbedingt etwas unternehmen. Die Polizei verständigen. Bloß wie? Guten Tag, Madame. Geht es dir gut? Gott sei Dank, da ist sie. Eine ganze Woche habe ich warten müssen. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Glöckchen an einem Stab. Es hat meinem toten Bruder gehört. Wenn ich dir das hier an den Rollstuhl stecke, dann kannst du mit dem Finger dran. Schau mal, so. Einfach dran stoßen. Probier's mal. Ja, genau, du kannst es. Jetzt kannst du immer klingeln, wenn du etwas sagen willst. Oh, Virginie, was für eine wunderbare Idee. Ich wollte, ich könnte dir zeigen, wie dankbar ich bin. Funktioniert doch prima, oder? Willst du, dass ich dir meine Geschichte weitererzähle? Und ob ich das will? Erzähl, Virginie, erzähl! Also, die Polizei hat Michel gefunden. Er war mausetot. Ich habe es gewusst, weil wir ja zusammen Angeln gespielt hatten. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, weil er behauptet hat, alle Fische hat er gefangen. Und ich keinen einzigen. Und darum habe ich so getan, als wenn ich weggehe. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass er der Bestie begegnet ist. Ich habe Lust, Virginie durchzuschütteln, den Namen aus ihr herauszuschütteln. Wem ist der Junge begegnet, verdammt nochmal? Sag doch schon, wer ist die Bestie? Und da habe ich gewusst, dass er bald tot ist. So wie die anderen auch. Weil die Geschichte immer gleich abläuft. Ich bin stehen geblieben und hab mich hinter einem Baum versteckt, weil ich zusehen wollte, wie die Bestie ihn tot macht. Sie hat ihm die Hände um den Hals gelegt und Michel ist erst rot geworden, dann violett und dann ist seine Zunge aus dem Mund gekommen und dann... Was ist das für ein Kind? Wie kann sie mit einer solchen Gleichgültigkeit von diesem Horror erzählen? Bist du schon wieder am Plappern, Virginie? Kannst du die kranke Dame nicht in Ruhe lassen? Virginies Vater muss in unmittelbarer Nähe stehen. Guten Tag, Madame. Ich rieche sein Rasierwasser. Ein bisschen zu aufdringlich. Das macht doch nichts. Mademoiselle Elise hat Kinder immer sehr gern gehabt. Wie oft hat sie ihnen Freikarten geschenkt für ihr Kino? Was ist denn das? Das habe ich ihr geschenkt. Sie kann nämlich den Finger heben, wenn sie Ja sagen will. Und so geht es leichter. So was, das ist ja fast ein Wunder. Mademoiselle Elise kann den Finger heben. Sobald wir zu Hause sind, muss ich Dr. Rebaud anrufen. Jetzt muss er mir glauben, dass sie voll bei Verstand ist. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Sie haben wirklich eine entzückende kleine Tochter, Monsieur. Naja, ab und an kann sie recht nett sein. Aber sie hat es faustdick hinter den Ohren, nicht wahr, Virginie? Ach, Papa. Haben Sie noch mehr Kinder? Ich hatte einen Sohn. Also... Wir müssen jetzt los. Virginies Mutter wartet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Lise. Bis zum nächsten Samstag. Auf Wiedersehen. Ein liebes Mädchen. Sie scheint sie sehr zu mögen. Es ist schön, wenn man auf solche Kinder trifft. Ich kenne Yvette setzt zu einem langen Exkurs über all die hinterlistigen und missratenen Kinder an, denen sie in ihrem Leben schon begegnet ist. Ich höre nicht mehr zu. Mich treiben andere Gedanken um. Wenn der Mörder bemerkt hat, dass Virginie ihn beobachtete... Dann ist sie in Gefahr. Dann wird er sie aus dem Weg räumen wollen. Und ich kann nichts tun, um sie zu schützen. Ich ertrage das nicht. Ich ersticke. Ich habe das Gefühl, in einer Zwangsjacke zu stecken. Ich möchte schreien. Aber Mademoiselle Elise, Sie schwitzen ja. Warten Sie, ich nehme Ihnen den Schal ab. Ja, nimm den Schal und häng mich damit am nächsten Baum auf. Ich habe dieses Leben so satt. Dr. Rebaud ist gekommen. Er stellt verschiedene Untersuchungen mit mir an, die länger als gewöhnlich dauern. Kein Wunder, heute regnet es und er kann nicht auf sein Segelboot. Da hat er auch mal für einen Mehlsack wie mich Zeit.
Ich betätige mein Glöckchen wie wild. Seine Schlussfolgerung: Es scheint, als hätte ich kleine Teile meiner Motorik wiedererlangt. Er wird darüber mit Professor Combré sprechen. Das ist ein Spezialist für Gehirnchirurgie. Ja, das war's. Aber keine falschen Hoffnungen, bitte, Madame Yvette. Vielleicht sind es nur reflexartige Bewegungen bei Mademoiselle Elise. Unkontrollierte Kontraktionen. Ja, wir müssen sie jedenfalls weiter beobachten. Es gab schon Fälle, da konnten Leute 30 Jahre lang lediglich ein Zeh oder ein Ohr bewegen. Wie immer, sehr aufbauend, so, dieser Dr. Rebo. Und schwupp, schon also, ist er wieder weg. Essenseinladung, Freunde, kann unmöglich zu spät kommen. Ein richtiger Hansdampf in allen Gassen, dieser Mann. Warten Sie mal, wen ich beim Bäcker getroffen habe. Virginie und ihre Mutter. Sie wohnen ganz in der Nähe, nur quer durch den Park. Sie heißt Elaine, eine sehr hübsche Frau. Schlank, dunkles Haar, große blaue Augen. Elaine und Paul von Sten. Paul. Der Name passt gut zu seiner Stimme. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich habe Ihnen vorgeschlagen, doch mal auf einen Aperitif vorbeizuschauen. Und wissen Sie was, Mademoiselle Elise? Sie haben zugesagt. Übermorgen. Virginie kommt auch mit. Sehen Sie, ich wusste doch, dass Sie das freut. Endlich mal wieder Besuch. Ach, übrigens, Ihr Sohn ist vor 2 Jahren gestorben. Er war eins von diesen armen Kindern, die ermordet worden sind. Stellen Sie sich das vor. Er hieß Renaud. Elaine hat mir gesagt, dass sie nicht gerne darüber spricht, also habe ich nicht nachgefragt. Ein Kind zu verlieren ist schon schlimm, aber zu wissen, dass es ermordet worden ist... Renaud von Sten. Ich erinnere mich nur undeutlich. Vor 2 Jahren bin ich viel gereist. Ich war Jurymitglied bei mehreren Filmfestivals und außerdem... Ich weiß nicht mehr warum, es war eine Zeit, in der es zwischen Benoit und mir eine Menge Spannung gab. Sicher habe ich deshalb dem Mord an Renaud von Sten keine sonderliche Beachtung geschenkt. Übermorgen also. Ich kann es kaum erwarten. So, hier ist das Wohnzimmer. Da geht's in den Garten. Virginie, fass bitte nichts an. Nein, Mama, ich sehe mich nur um. Was für ein wunderschöner Garten. Ja, wirklich hübsch. Das Haus scheint sehr groß zu sein. Oh ja, das ist es. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die anderen Zimmer. Ich bleib bei Lise. Und nichts anfassen. Ja, ja. Da freut sie sich ganz bestimmt. Oh. Weißt du, Lise, ich glaube, die Bestie mag nicht, was sie tut. Aber sie muss es tun, verstehst du? Es überkommt sie, einfach so. Und hopp, braucht sie ein Kind. Da ist ein Polizist, der heißt Kommissar oder so. Der hat mir ein paar Mal Fragen gestellt. Ich finde, er sieht aus wie ein Clown. Ein großer Schnurrbart und Haare wie Stroh. Er wollte gern, dass ich ihm alles sage, was ich weiß. Aber das kann ich doch nicht. Ich kann es niemandem erzählen, außer dir. Weil bei dir ist es etwas anderes. Ja, das stimmt. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Renaud hat nichts von der Bestie gewusst. Er war gar nicht misstrauisch. Deshalb hat sie ihn gekriegt. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht in dem Häuschen im Wald spielen, weil ich gemerkt habe, dass die Bestie sich an ihn ranmacht. Hörst du mir zu, Lise? Ich bin wie betäubt von dem, was Virginie mir erzählt. Betäubt vor Entsetzen. Sie weiß, wer der Mörder ihres Bruders ist. Und sie schützt ihn. Virginie, was machst du da? Ich unterhalte mich mit Lise. Das heißt Mademoiselle Elise. Mir gefällt Lise aber besser. Darf ich doch, oder? Ich mag Lise. Magst du mich auch? Sie drückt mir einen Kuss auf die Wange. Ich weiß nicht, was mein Gesicht ausdrückt. Lise und ich sind nämlich Freunde. Mein Leben hat sich verändert. Ich will nicht von einem Wunder sprechen, aber es ist fantastisch. Der Gehirnspezialist Professor Combré hat mich untersucht und meint, dass meine Lähmung möglicherweise von einem Schock herrührt und nicht auf eine tatsächliche Schädigung des motorischen Zentrums zurückzuführen ist, denn die Nervenfasern des Rückenmarks seien nicht durchtrennt. Er glaubt, ich habe gute Chancen, eines Tages meine Bewegungsfähigkeit zu einem großen Teil wiederzuerlangen. Was für ein Hoffnungsschimmer! Außerdem hat meine neue Freundin Elaine mich ein paar Mal besucht. Offenbar fühlt sie sich einsam. Sie beklagt sich, dass Paul zu viel arbeitet und nur seine Bankkarriere im Kopf hat. Seitdem Elaine so viel mit mir spricht, scheint Virginie mich übrigens zu meiden. Wahrscheinlich ist sie eifersüchtig. Jedenfalls hat sie mir nichts mehr erzählt.
Aber wenn der Sommer so schön ist wie gerade jetzt, scheinen die ganzen Mordgeschichten ohnehin in weite Ferne gerückt. Vielleicht ist Virginia doch nur ein kleines Mädchen mit einer blühenden Fantasie. Alle sagen, dass mein Dessert das Beste von allen ist, Mademoiselle Elise. Die beiden Schüsseln waren im Handumdrehen leer. Gerade, dass ich das Tellerchen hier noch für Sie retten konnte. Na, schmeckt's? Das ist aber auch ein gutes Rezept. Der Clou ist ein kräftiger Schuss Grand Marnier. Ein Gartenfest bei den Fonstens. Elaine und Paul haben mich mit ihren Freunden bekannt gemacht. Lauter junge Paare, die sie vom Tennisspielen oder aus dem Schwimmbad kennen. Alle sind so nett zu mir. Manchmal komme ich mir vor wie das Maskottchen des ganzen Viertels. Das sind doch reizende Leute, die Freunde von Paul und Elaine. Und wie sich alle um sie bemühen. Hat dieser Stefan Nicola vorhin doch lauthals verkündet, sie seien das hübscheste Mädchen in der ganzen Stadt. Sie hätten das Gesicht seiner Frau sehen sollen. Diese Sophie passt überhaupt nicht zu ihm. Er so fröhlich und sie immer miesepetrig. Na, Lise, alles in Ordnung? Fühlen Sie sich wohl? Hoffentlich strengt Sie der ganze Trubel nicht zu sehr an. Nein, Monsieur Paul. Ich glaube, Mademoiselle Elise genießt es sehr, unter Menschen zu sein. Aber ich kann sie ja mal dort drüben ins Wäldchen fahren. Da ist es ruhig und sie kann ein bisschen schlafen. Gute Idee. Dann bis später, Elise. Paul, wo bist du? Wir brauchen Nachschub. Der Weißwein ist alle. Ist gut, ich komm dir helfen. Pauls Hand, die meinen Arm berührt, hinterlässt ein Gefühl der Wärme. Ach, Benoit. Ich vermisse dich so sehr. In der Küche haben Sie vorhin erzählt, dass Pauls erste Frau an Krebs gestorben ist. Sie war die Mutter von dem kleinen Renaud, der ermordet wurde. Dann war Elaine also Pauls zweite Frau. Das hatte sie nie erwähnt. Und Renaud war Virginies Halbbruder. So, ich lasse sie jetzt allein. In einer halben Stunde komme ich und wecke sie. Lise, schläfst du? Du lügst. Wenn du schläfst, wie kannst du mich dann hören? Weißt du, ich glaube, die Bestie der Wälder wird es bald wieder tun müssen. Sie kann nicht lange einfach so herumsitzen, verstehst du? Ich glaube, sie ist eifersüchtig, weil ich mit ihr spreche. Sie will, dass ich mich nur mit ihr abgebe. Aber ich hab dich gern. Ich bete jeden Tag, dass sie dir nichts tut. Ich habe hier sogar einen Zettel mit den Namen von anderen Kindern hingelegt, damit sie auf andere Gedanken kommt. Mir bleibt der Atem stehen. Dieses Kind muss total verrückt sein. Eine Nachricht für die Bestie der Wälder. Jetzt muss ich wieder zu den anderen, sonst könnte es gefährlich werden. Nein, warte, Virginie. Sie ist fort. Gefährlich, sagt sie? Warum gefährlich? Ist denn hier jemand, der uns beobachtet? Ich horche? Aber ich höre nur meinen eigenen Herzschlag. Was ist das? Da ist jemand. Jemand beugt sich über mich. Jemand, der atmet. Hilfe! Meine Hand wird festgehalten, am Klingeln gehindert. Finger berühren mich, streichen über meinen Hals, meine Schultern, meinen Ausschnitt. Nicht brutal. Zärtlich. Eine große Hand. Eine Männerhand. Sie gleitet in meinen Ausschnitt. Gegen meinen Willen verwirren mich diese Zärtlichkeiten. Jetzt küsst ihr meinen Busen. Streichelt über meinen Bauch. Die Hände lassen von mir ab. Ich bin halb wahnsinnig und mein Körper steht in Flammen. Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Na? Ausgeschlafen, Lise? Stefan Miguin. Deshalb ist der andere weggelaufen. Wir wollen ein bisschen Musik machen. Haben Sie Lust zuzuhören? Sie sehen bezaubernd aus, Lise. Ganz rosige Wangen, als hätten Sie etwas besonders Schönes geträumt. Geträumt wohl kaum. Ich spüre noch die Wärme der Hand, die mich berührt hat.
War es Pauls Hand? Ich weiß nicht. Ich hätte sein Rasierwasser riechen müssen. Aber wer war es dann? Was für ein schöner, warmer Abend. Man hat beschlossen, dass Paul Yvette und ihre leeren Schüsseln mit dem Auto nach Hause bringt und Stefan mich mit dem Rollstuhl durch den Park heimfährt. Soll ich ihm was verraten? Ich genieße es, sie ein bisschen allein für mich zu haben, Lise. Schon seltsam, dass wir uns früher nie begegnet sind. Ich gehe eben einfach zu selten ins Kino. Ich kann mich ja auch jetzt noch an Ihnen satt sehen. Aber wie glauben Sie, sehe ich aus? Hm? Halten Sie mich zum Beispiel für kräftig? Komische Frage. Aber wenn es ihm Spaß macht? Richtig geraten. Ich bin 1,82 Meter groß und wiege 80 Kilo. Ja, ich könnte Sie ganz leicht auch nach Hause tragen. Wissen Sie, dass ich Sie einfach hinreißen finde, Lise? Naja, anfangs hatte ich schon ein bisschen Scheu, Ihnen zu begegnen. Man fühlt sich in der Gegenwart von... Sprich es nur aus, in der Gegenwart von Behinderten. Jetzt ist das ganz anders. Tatsächlich, seitdem ich Ihnen begegnet bin, denke ich nur noch an Sie. Sophie hat es auch gemerkt, hat mir eine richtige Szene gemacht, ihre Tränen. Sie behauptet, ich sei in sie verliebt. Noch ein Verrückter, der in einem Mehlsack Reize entdeckt. Jedenfalls. Aber Stefan kann das nicht gewesen sein, vorhin im Garten. Warum ist er eigentlich plötzlich stehen geblieben? Was ist los? Warum sagt er nichts mehr? Er wird doch nicht auf dumme Gedanken kommen. Ah, es geht weiter. Der Rollstuhl setzt sich wieder in Bewegung. Was ist denn jetzt in ihm gefahren? Es geht ja immer schneller. Ich werde durchgerüttelt. Schocke wild hin und her. Gleich kippe ich nach vorne. Dieser Mann ist wirklich nicht ganz bei Trost. Hey, jetzt fahren wir einen Abhang hinunter. Dabei gibt es auf dem Weg zu meinem Haus gar keinen Abhang. Der einzige Abhang ist der Weg zum See. Stefan! Stefan! Hilfe! Ich falle ins Wasser. Ich gehe unter. Das Wasser schlägt über mir zusammen. Ich will atmen. Atmen. Oh nein. Nein, nein. Hey, hören Sie mich, Mademoiselle. Mademoiselle! Mist. Ich muss ihren Kopf auf die Seite drehen. Sieht aus, als würde sie sich gleich übergeben. Schon passiert. Mit dem Wasser, das aus mir herausbricht, könnte man einen Großbrand löschen. Ich hole tief Luft. Jetzt ist mir besser. Da haben Sie aber verdammtes Glück gehabt, dass ich meine Dose mit den Fischködern vergessen hatte. Um diese Zeit ist sonst kein Mensch im Park unterwegs. Alles beim Abendessen. Sie wären glatt ertrunken. Bleiben Sie nur ganz ruhig liegen. Gleich geht es Ihnen besser. Mir wird klar, dass ich ihn mit leerem Blick anstarre. Ich habe beim Sturz ins Wasser meine dunkle Brille verloren. Na, dann können Sie wohl auch nicht sprechen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihres Rollstuhls. Er ist am Ufer im Wurzelwerk hängen geblieben. Verstehen Sie mich denn? Ich habe mein Glöckchen nicht. Also versuche ich wieder, mich zu verständigen, indem ich den Zeigefinger hebe. Er scheint zu begreifen, der gute Mann. Gut. Ich werde Sie jetzt zu meinem Auto tragen und in eine Decke packen. Danach hole ich den Rollstuhl und dann benachrichtigen wir die Polizei. In Ordnung? Zeigefinger, in Ordnung. Auch wenn ich meinen Retter eigentlich anflehen möchte, mich keine Sekunde allein zu lassen. Wo ist Stefan? Und wer hat versucht, mich zu töten? Ich habe Stefan im Krankenhaus besucht. Er hat einen dicken Verband um den Kopf und sieht ganz komisch aus. Er fragt sich immer noch, wie das passieren konnte. Offenbar hat man ihn mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Ja, die Polizei fand ihn ohnmächtig und blutüberströmt im Gebüsch. Ach, schrecklich. Also ich verstehe nicht, wieso ein Schrank von einem Mann wie Stefan sich einfach niederschlagen lassen kann, ohne etwas zu sehen oder zu hören. Lise muss ihn sehr gefesselt haben. Sonntagmorgen.
Die Fonstains sind gekommen, haben 2 Flaschen Champagner mitgebracht zur Feier meiner Wiederkehr aus dem Reich der Toten. Auch mein wackerer Retter ist da. Er heißt Jean Guillaume und ist Klempner. Und mir scheint, meine gute Yvette, immerhin seit 10 Jahren Witwe, hat bereits mächtig Feuer gefangen. Stellen Sie sich bloß vor, Monsieur Jean wäre nicht zufällig gerade vorbeigekommen. Na ja, es fing ja schon an, dunkel zu werden. Das Einzige, was ich gesehen habe, war der umgekippte Rollstuhl und Mademoiselle Elise kopfüber im Wasser. Sie haben den Täter offenbar nur knapp verfehlt, Monsieur Jean. Wahrscheinlich hat er sich hinter den Büschen versteckt, gewartet, bis ich wieder weg war und ist dann in aller Ruhe abgehauen. Davon geht auch die Polizei aus. Ja. Inspektor Gassin war hier. Wirklich ein sehr höflicher junger Mann. Ja. Wollen wir nicht über etwas anderes sprechen? Lisa hat vielleicht überhaupt keine Lust, die ganze Geschichte wieder und wieder zu hören. Wer ein Stück Kuchen möchte, braucht sich nur zu bedienen. Er steht da auf dem Buffet. Oh, gerne. Ich hab dir ja gesagt, du sollst aufpassen, Lise. Die Bestie hat dich bemerkt. Und sie ist böse auf dich. Und weißt du was? Ich glaube, dass sie bald ein anderes Kind bestraft. Was sagt Virginie da? Bestraft? Wofür bestraft? Mathieu Goldberg. Er ist in meiner Klasse. Die Bestie findet ihn hübsch. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn sie mir sagt, dass ich hübsch bin, verstecke ich mich lieber. Denn ich weiß, was das bedeutet. Ich warte einfach, bis es vorbei ist. Verstehst du? Yvette, ich will auch Kuchen! Nein, warte, Virginie! Mathieu Goldberg. Ich kenne ihn. Seine Mutter hat einen Friseursalon. Er ist ein hübscher, blonder Junge mit großen blauen Augen. Was soll ich nur tun? Ich muss doch etwas unternehmen. Ich möchte schreien. Die Arme heben können. Einfach nur diese verfluchten Arme heben können. Meinen Sie, dass Monsieur Jean Kaninchen in Senfsoße mag? Oder fährt ein schönes Rostbeef? Ja, so ein großer, starker Mann braucht seine Fleischration. Zum Dessert mache ich auf alle Fälle wieder meine Crème Caramel. Die kommt immer so gut an. Nach den Turbulenzen der letzten Woche ist wieder Ruhe eingekehrt. 5 Tage Ruhe. Wunderbar. Dr. Ribot kam zur Visite und hat mich gelobt. Es scheint, dass man, seitdem ich den Zeigefinger bewege, spüren kann, wie meine linke Hand zittert. Oh mein Gott, wenn es doch nur wahr wäre. Dann könnte ich lernen, links zu schreiben, könnte mich mitteilen. Ich übe wie verrückt. Ich werde es schaffen, diese blöde Hand zu bewegen. Ich werde es schaffen. Und nicht nur das. Stück für Stück werde ich die Kontrolle über meinen Körper zurückgewinnen. Der Regen hat aufgehört. Das schwöre ich. Eine herrliche Luft. Viel zu schön, um zu Hause zu bleiben. Ich habe Hélène angerufen und gesagt, dass ich mit Ihnen und Virginie spazieren gehen will. Ich hatte den Eindruck, es ist hier ganz recht, mal ein Stündchen allein zu sein. Yvette hat einen großen Bogen um den Unglückspark gemacht. Jetzt sind wir auf dem Platz vor dem Supermarkt. Ach ja. Auch die reichen Leute haben ihre Probleme. Wenn du das so liest. Mir ist langweilig. Virginie, bleib bitte in der Nähe. Ich gehe nur zum Brunnenspiel. Gut. Yvette versenkt sich in ihre Illustrierte und ich kann in Ruhe meinen Gedanken nachhängen. Yvette? Dürfen wir uns was Süßes kaufen? Von Schokolade kriegt man schlechte Zähne. Keine Schokolade, Kaubonbons. Mama kauft mir immer was. Na gut. Da hast du 5 Francs. Danke. Aber verlier das Geld nicht. Und wer ist dein kleiner Freund? Er heißt Mathieu. Aha. Hallo, Mathieu. Er ist mit seinem großen Bruder hier. Komm, Mathieu. Mathieu? Etwa Mathieu Goldberg? Der Junge, den die Bestie hübsch findet? Was hat Virginie mit ihm zu schaffen? Oh mein Gott. Führt sie etwa, ich wage es kaum zu denken, dem Mörder die Kinder zu? Das ist doch nicht zu fassen. Nichts als Sport in dieser Zeitung. Sport und Reklame. Yvette, liebste Yvette, bitte hör auf, in der Zeitung zu lesen und gib auf die Kinder Acht. Wo sind sie? Kannst du sie sehen? Yvette? Ich habe 5 Bonbons gehabt und Mathieu 4. Gott sei Dank, sie sind wieder da. Und wo ist dein kleiner Freund abgeblieben? Mathieu ist zu seinem Bruder zurück. Er musste nach Hause. So, komm, setz dich zu mir auf die Bank, Schätzchen. Du kannst die Seite mit den Comics kriegen. Oh ja, fein. Ich habe noch immer ein ungutes Gefühl.
Dass wir Mathieu getroffen haben, scheint mir ein merkwürdiger Zufall zu sein. Andererseits... Lisa, hörst du mich? Ich glaube, Mathieu wird bald tot sein. Oh nein, nein. Wenn ich dieses Kind doch nur packen, es schütteln und ihm sein Geheimnis entreißen könnte. Ich habe die Bestie gesehen. Drüben im Parkplatz. Mein blödes Gesicht, das keine Miene verziehen. Und mein blöder Mund, der nicht schreien kann. Na, was gibt's denn da zu flüstern, kleine Geheimniskrämerin? Ach, nichts. Ist etwas nicht in Ordnung, Mademoiselle Elise? Wollen Sie nach Hause? Oder möchten Sie doch lieber noch etwas herumgefahren werden? Na gut, gehen wir. Komm, Rini. Okay. Eine Weile kann ich mir einreden, dass alles in Ordnung ist. Dass Virginie mich mit ihren Horrorgeschichten bloß erschrecken will. Das kämen sie genau hierher. Nein, sie fahren zum Parkplatz. Da muss was passiert sein. Ich geh mal gucken. Virginie, du bleibst hier. Gib mir deine Hand. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Der kleine Mathieu. Lieber Gott, bitte, bitte, mach, dass es nicht wahr ist. Entschuldigen Sie, Monsieur. Können Sie mir sagen, was da passiert ist? Ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben. Als hätte ich eine Halluzination, sehe ich alles vor mir. Den kleinen, leblosen Körper, ermordet. Mademoiselle Elise. Denken Sie nur, man hat eine Leiche auf dem Parkplatz gefunden. Ein Kind zwischen den Autos. Und stellen Sie sich vor, mein Gott, es ist schrecklich. Es soll der kleine Mathieu sein. Der Junge, der gerade noch mit Virginie gespielt hat. Weine nicht, mein Liebling. Komm zu Yvette, mein Kleines. Yvette, passt auf dich auf. Ich bin wie erschlagen. Wenn ich mir vorstelle, dass man den kleinen Mathieu hätte retten können, wenn Virginie rechtzeitig etwas gesagt hätte... Warum sagt sie? Heute findet die Beerdigung von Mathieu Golbert statt. Natürlich gehen alle hin. Auch Yvette ist vor einer halben Stunde mit Paul losgefahren. Hélène hat sich geweigert und leistet mir zusammen mit Virginie Gesellschaft. Und ich habe ihnen vorgeführt, wie gut ich schon mit dem neuen elektrischen Rollstuhl umgehen kann, der auf Anregung des praktischen Monsieur Jean angeschafft worden ist. So, du böse Puppe, jetzt kriegst du aber Prügel. Das kommt davon, wenn man nicht pariert. Offenbar ist heute ein strahlender Tag. Ich stelle mir vor, wie der Leichenzug unter der heißen Sonne durch die Felder zieht. Auf diesem Friedhof liegt auch der kleine Renault begraben. Ich kann verstehen, dass es über Hélènes Kräfte geht, an der Beerdigung eines Jungen teilzunehmen, der neben dem Sohn ihres Mannes beigesetzt wird. Das Schlimmste ist zu wissen, dass er in dieser kleinen Kiste liegt. Dein Kind in einer kleinen Kiste. Wie... ein Paket. Das ist doch komisch, oder? So komisch, komisch. Hoffentlich bekommt sie keinen hysterischen Anfall. Was hast du denn, Mama? Nichts, mein Liebling. Bist du traurig wegen Mathieu? Ja, ein bisschen. Es ist nicht schlimm. Mathieu ist bestimmt froh, dass er in den Himmel kommt. Ja, sicher, Virginie. Spiel nur schön weiter. Mhm. Ich hätte Renaud an jenem Tag nicht erlauben dürfen, draußen zu spielen. Es musste einfach passieren. Zwangsläufig. Wie kann ich ihr nur zeigen, dass ich ihren Kummer verstehe? Dieser verfluchte Nein, ich weiß genau, dass es meine Schuld ist, Lise. Sie werden mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich wusste, dass es geschehen würde. Ich habe es gefühlt. Und nichts dagegen unternommen. Virginie hat ihn gefunden. Er hatte keine Augen mehr. Nur Löcher. Und überall Blut. Ich wollte nicht, dass sie ihn so sieht. Deshalb habe ich ein Badetuch über seinen Körper geworfen, aber das Blut kam durch. Ich hasse Rot. Gott sei Dank, Yvette kommt zurück. Hélène,
Paul wartet im Wagen auf Sie. Er sagt, er muss schnell zurück ins Büro. Ach. Aber Sie können uns Virginie gerne noch da lassen. Ich bringe sie Ihnen dann am Nachmittag wieder. Ja, gut. Wenn sie nicht stört, gerne. Mm-mm. Ich gehe dann. Auf Wiedersehen, Lise. Auf Wiedersehen, Yvette. Bis dann. Ich decke am besten gleich fürs Mittagessen. Ich sage Ihnen, Mademoiselle Elise, es war furchtbar. Mathieus Mutter wollte dem Sarg nachspringen. Man hat sie mit Gewalt zurückhalten müssen. Paul war leichenblass. Stefan und seine Frau waren auch da. Sein halbes Gesicht ist immer noch blau und geschwollen. Wo habe ich bloß die Servietten hingetan? Nach dem Essen geht Yvette auf einen Sprung in die Apotheke. Virginie sitzt vor dem Fernseher und schaut sich eine Tiersendung an. Weißt du, Lise, es ist nicht Schuld der Wölfe, dass sie Schafe töten. Sie müssen ja schließlich auch etwas essen. Und manchmal ist es bei den Menschen genauso. Sie machen etwas, weil sie müssen. Auch wenn es böse ist. Aber schwierig ist das schon. Ja, kleine Virginie, da hast du eben in aller Naivität das Problem der Willensfreiheit angesprochen. Leider kann ich dir bei der Lösung nicht weiterhelfen. Und das nicht nur, weil ich stumm bin, sondern weil ich selbst keine Antwort weiß. Was war das? Ich spüre plötzlich einen Lufthauch. Hat Yvette vorhin nicht die Terrassentür abgesperrt? Ach ja, sie hört. Sie kann nur nicht sprechen. Was? Ich verstehe nicht, was Virginie damit meint. Wer hört? Ich? Mit wem spricht sie? Sie ist so nett. Du darfst ihr nichts tun. Was erzählt sie da? Virginie! Keine Angst, Lise. Ich habe es ihr erklärt. Sie findet dich sehr hübsch. Was erklärt? Wem? Ich werde langsam nervös. Wenn sie nur nicht spielt. Wenn sie tatsächlich mit jemandem spricht, der da ist. Ich versuche mit aller Kraft zu horchen. Nein, ich habe dir gesagt, du darfst sie nicht anfassen. Sie spielt nicht. Dieses Kind spricht mit irgendjemandem. Mit jemandem, der in meinem Wohnzimmer sitzt und mich schweigend ansieht. Der mich hübsch findet. Der mich anfassen will. Ich fühle, wie mir der Schweiß ausbricht. Ist sie es? Die Bestie? Du glaubst mir also auch nicht. Niemand glaubt mir. Aber es stimmt. Sie besucht mich, wenn ich allein bin. Und mit dir ist es, als wäre ich allein, weil du ja nichts siehst. Dieses Kind ist gestört. Sie fantasiert. Natürlich ist niemand da. Sie muss sich einsam fühlen, deshalb erfindet sie sich Freunde, die arme Kleine. Es ist mir wahrhaftig lieber, Virginie ist krank, als dass ein Mörder in meinem Wohnzimmer sitzt und mich ansieht. Es hätte etwas länger gedauert, es war sehr voll in der Apotheke. Was ist denn das? Virginie, komm mal her. Ich habe dir doch verboten, die Terrassentür aufzumachen. Leg die Puppe weg und antworte mir. Warum hast du die Tür aufgemacht? Ich hatte Bilou im Garten vergessen. Bilou ist ihre Puppe. Naja, gut. Komm, iss deinen Joghurt. Ihnen mache ich einen Tee, Mademoiselle Elise. Komisch nur, dass ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, dass Virginie in den Garten hinausgegangen ist. Weißt du, Lise, ich musste ihr die Tür aufmachen. Sie ist so groß. Sie kann doch nicht durch Wände gehen. Langsam verliere ich den Verstand. Hey, Dr. Ribot, wo bleiben Sie? Ihre Patientin sollte schleunigst in ein ruhiges Sanatorium. Weit. Weit weg von hier. Das gibt's doch nicht. Und schau sich bloß eine all diese Idioten an, die ins Grüne fahren. Geh doch auf. Pass auf, du wirst ja bescheuert. Ja. Hast du nicht gesehen, wie der die Kurve geschnitten hat? Wenn nur immer die anderen schuld sind. Sonntägliche Spazierfahrt mit Paul und Elaine. Yvette ist mit ihrem Jean verabredet. Sie haben mich mit dem Sicherheitsgurt auf den Beifahrersitz festgeschnallt und ich hänge drin wie ein nasser Sack. Wirklich ein toller Ausflug. Papa? Such doch mal eine andere Musik. Die ist so langweilig.
am Samstag, dem 28. Mai gegen 13 Uhr auf der D1 bei La Furetière einen weißen oder cremefarbenen Kombi gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle. Ist das sowas wie unser Auto, Papa? Ja. Unser Auto ist auch weiß. Vielen Dank. Oh, je. Darauf wären wir ja nie gekommen. Es gibt jede Menge Autos wie unseres, Virginie. Monsieur Jean fährt auch einen weißen Kombi. Und Stefan auch. Und Onkel Otto auch. Die Stimmung bleibt unerfreulich, bis mich die Fonstains zu Hause abliefern. Yvette wartet schon mit dem Telefonhörer in der Hand. Hallo, Lise. Ich wollte Ihnen sagen, glauben Sie nicht, was man Ihnen über mich erzählen wird. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Ich habe Feinde. Ich muss verschwinden. Ich umarme Sie. Ich liebe Sie, Lise. Adieu. Was hat Stefan damit gemeint, dass ich nicht glauben soll, was man über ihn sagt? Doch wohl nicht wegen dem weißen Kombi. Ich verstehe kein Wort. Ich habe schlecht geschlafen und bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Aber wie sagt man, ich habe Kopfschmerzen, wenn man nur den Finger bewegen kann? Also, kein Aspirin. Was für ein Wetter. Ich bin ganz durchnässt. Dieser Sommer ist eine Katastrophe. Denken Sie, Mademoiselle Elise, im Gemüsegeschäft haben Sie erzählt, dass die Richterin eine Exhumierung der Leichen angeordnet hat. Sie wollen herausfinden, ob es in allen 5 Fällen derselbe Mörder war. Arme Elaine, armer Paul. Zu wissen, dass das eigene Kind wieder ausgegraben wird. Ich stelle mir vor, was ich empfinden würde, wenn man Benoit, den man ohne mich beerdigt hat, und der mir so immer lächelnd unter dem wolkenverhangenen irischen Himmel in Erinnerung bleiben wird. Hallo? Guten Tag, Katharine. Nein, das macht nichts, wenn Sie zum Zahnarzt müssen. Dann kommen Sie eben morgen zum Massieren. Was? Woher wissen Sie das denn? Und was sagt Stefan dazu? Aber das ist doch unsinnig. Sowas ist doch kein Grund. Ja, ja, ich verstehe. Danke, bis morgen dann. Mademoiselle Elise, es ist furchtbar. Sophie Miguin hat Selbstmord begangen. Sie hat ein ganzes Röhrchen Schlaftabletten geschluckt. Die Putzfrau hat sie morgens gefunden. Stefan ist schon seit Sonntag verschwunden. Sophie tot. Selbstmord? Ich habe immer gedacht, mit Schlaftabletten schafft man es nie. Außerdem hätte ich Sophie nie für eine Frau gehalten, die Selbstmord begeht. Man sagt, sie hat es getan, weil Stefan sie verlassen wollte. Stellen Sie sich das vor. Seine Frau ist tot und er weiß es vielleicht nicht einmal. Zurzeit nimmt es wirklich kein Ende mit den Katastrophen. Ich muss an Stefans Anruf denken. Ich habe Feinde. Als hätte er vorausgeahnt, was jetzt geschehen ist. Stefan, der behauptet, in mich verliebt zu sein und dessen Frau zur rechten Zeit stirbt. Und der in einem weißen Kombi herumfährt, wie ihn die Polizei sucht. Schon wieder eine Beerdigung. Da das Wetter schön ist, hat Yvette mich mitgenommen. Stefan ist nicht aufgetaucht. Offenbar hat er sich endgültig abgesetzt. Er soll auch alle Konten abgeräumt haben. Die Polizei hat einen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen ihn erlassen. Man hat nämlich bei der Autopsie von Sophie ein Hämatom an ihrem Kiefer festgestellt, das den Schluss zulässt, dass sie gezwungen wurde, die Schlaftabletten zu schlucken. Die ganze Stadt ist zur Beerdigung gekommen. Ach, da ist dieser junge Polizist, Inspektor Gassin. Ich glaube, er will zu Ihnen. Verzeihung. Mademoiselle Andrioli, ich bin's, Florent Gassin. Ich habe gehört, dass Stéphane Miguin sich für Sie interessiert und Sie in den letzten Tagen noch angerufen hat. Falls Sie eine Idee haben, wo er sich aufhalten könnte, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es mir... Mein Glöckchen zu betätigen wäre in dieser Situation sicher sehr unpassend. Deshalb hebe ich nur den Zeigefinger zum Zeichen meines Einverständnisses. Ich danke Ihnen, Mademoiselle Andrioli. Auf Wiedersehen. Wir machen uns auf den Heimweg und ich verfalle in trübe Gedanken. Wäre doch Benoit noch da.
vorbei, unwiderruflich vorbei. Ich habe einen Kloß im Hals, meine Lippen zittern. Ich spüre, wie die Tränen über meine Wangen rinnen. Ich bekomme kaum mehr Luft, ich ersticke fast. Dass ich weinen kann, hat es seit dem Unfall nicht mehr gegeben. Ich weine und gleichzeitig bin ich glücklich, dass ich es wieder kann. Ich bin allein, das Wetter ist scheußlich. Deshalb ist Yvette mit Monsieur Jean im Auto zum Einkaufen gefahren. Nicht ohne vorher den neuen Anrufbeantworter einzuschalten. Lise, hören Sie mich? Ich bin ganz in Ihrer Nähe, aber ich kann nicht zu Ihnen kommen. Stefan? Sie sind in Gefahr, Lise. Sie müssen die Stadt sofort verlassen. Ich kann Ihnen nicht alles erklären, aber glauben Sie mir, es sind grauenvolle Machenschaften im Gang. Ich muss auflegen, Lise. Sie sind in Gefahr. Verlassen Sie die Stadt. Gut, dass der Anruf aufgezeichnet ist. Das ist ein Beweis für seine Unschuld. Wo bleibt nur Yvette? Sie muss die Polizei informieren. Ah, ich höre sie. Warum schließt sie nicht auf? Hat sie etwa ihren Schlüssel verloren? Warum ruft sie nicht? Da ist jemand an der Terrassentür. Presst vielleicht sein Gesicht gegen die Scheibe. Beobachtet mich. Der Mörder. Bin ich sein nächstes Opfer? Er hat die Scheibe eingeschlagen, die Tür von innen aufgeschlossen. Jetzt ist er im Zimmer. Ich bediene den Knopf an meinem Rollstuhl, weiche zurück. Ich drücke mich in meinen Sitz. Warte auf den Schlag, warte, dass mich jemand erwürgt, mir ein Messer ins Herz stößt, mich umbringt. Dieses Schweigen ist das Schlimmste. Erbarmen. Hilfe. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ein Mörder geht um in der kleinen französischen Stadt. Vier kleine Jungen sind bisher getötet worden und nun richten sich die Anschläge offenbar auch gegen Elise Andrioli, die nach einem Bombenanschlag, bei dem ihr Verlobter umkam, blind, bewegungslos und stumm im Rollstuhl sitzt. Nur denken kann sie und die schrecklichen Dinge anhören, die ihr die kleine Virginie zuflüstert. Denn Virginie, deren Halbbruder Renaud ebenfalls unter den Mordopfern war, behauptet, den Mörder, den sie die Bestie der Wälder nennt, zu kennen. Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, zweiter Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Er hat die Scheibe eingeschlagen, die Tür von innen aufgeschlossen. Jetzt ist er im Zimmer. Ich bediene den Knopf an meinem Rollstuhl, weiche zurück. Ich drücke mich in meinen Sitz, warte auf den Schlag, warte, dass mich jemand erwürgt, mir ein Messer ins Herz stößt, mich umbringt. Dieses Schweigen ist das Schlimmste. Erbarmen. Hilfe. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Yvette und Jean. Ich glaube, ich werde vor Erleichterung ohnmächtig. Da sind wir wieder, Mademoiselle Elise. Hoffentlich haben Sie sich... Was ist denn das? Schauen Sie bloß, Jean. Ja. Die kaputte Fensterscheibe. Ja, da kein Wunder. Ein Riesenstein mitten im Zimmer. Ein Glück, dass Mademoiselle Wies nicht getroffen worden ist. Bestimmt war das einer von diesen Fixern, die sich am Bahnhof herumtreiben. Ja. Es wird immer schlimmer. Ja. Man kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Hat jemand angerufen? Ach ja? Nein, da ist keine Nachricht. Jetzt ist mir klar, was der Eindringling hier gesucht hat. Die Nachricht von Stefan auf dem Anrufbeantworter musste gelöscht werden.
Erst hat er Stefan in der Telefonzelle niedergeschlagen, dann ist er hierher gekommen. Aber warum versucht man, mich in all das hineinzuziehen? Seit Tagen rechne ich damit zu hören, dass man Stéphane Miguins Leiche gefunden hat, aber nichts. Alle sind angespannt, nervös, gereizt. Weil mir das alles auf die Nerven geht. Diese Stadt. Dieses Leben. Deine ewigen Vorwürfe. Welche? Ich habe es so satt. Glaubst du ich nicht? Du wolltest doch wegziehen aus Marseille. Ja. Und es war mein Sohn, der hier ermordet wurde, falls du das vergessen haben solltest. Ja, und was ist mit Virginie? Was soll sein? Ja, sie ist schließlich auch noch da. Es ist unglaublich, wie schnell die Leute meine Anwesenheit vergessen. Sie reden in meiner Gegenwart, als wäre ich nicht da. Ein blödes. Überhaupt hat sich Pauls Verhalten mir gegenüber sehr verändert. Sein Charme, seine Liebenswürdigkeit, wie weggeblasen. Stéphane Miguin wurde als wichtiger Zeuge im Zusammenhang mit den Mordfällen von Boissy-les-Colombes gesucht. Er wurde tot auf dem Rastplatz von Ytre an der Autobahn A21 aufgefunden. Was hat er gesagt? Die Polizei geht von Selbstmord aus. Stefan? Abschiedsbrief gefunden. Tot? Ja, er hat Selbstmord begangen. Schrecklich. Nein, das ertrage ich nicht. Ich möchte schreien können, protestieren. Es war kein Selbstmord. Die Bestie hat Stefan umgebracht und das Ganze als Selbstmord getarnt, um ihm die Schuld für die Morde in die Schuhe schieben zu können. Damit ist der Fall abgeschlossen und der Mörder hat seine Ruhe. Die einzigen Hindernisse, die jetzt noch übrig bleiben, sind Virginie und ich. Es ist kühl geworden, wir müssen heizen. Yvette schimpft auf das Wetter und den verfrühten Kälteeinbruch. Oktober. Ein Jahr ist es her, dass Benoit tot ist. Ein Jahr, dass ich mich in einen lebenden Leichnam verwandelt habe. Das heißt, Sie haben im Kofferraum von Stefans Wagen Blutspuren entdeckt. Blutgruppe AB, ja, wie der kleine Masnel. Und Blutgruppe 0, wie Mathieu Golbert. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Stefan diese abscheulichen Morde begangen hat. Er hat es doch selbst in seinem Abschiedsbrief geschrieben. Er bittet um Verzeihung für das, was er den Kindern angetan hat. Aber der Abschiedsbrief war mit der Maschine getippt. Auf Stefans Firmenpapier. Er trug nur Stefans Unterschrift. Jeder hätte ihn schreiben können. Stefan war immer so freundlich und heiter. Und Mademoiselle Elise hat er geradezu angeschwärmt. Tja, wer sieht schon hinein in die Menschen. So, das war's für heute. Wissen Sie was, Madame Yvette? Heute hatte ich den Eindruck, dass die Muskeln von Mademoiselle Elise sich immer wieder zusammenziehen. Wirklich, als würde sie bewusst anspannen. Wenn du wüsstest, wie ich sie anspanne und welche Energie ich aufbringe. Also das ist ja eine enorme Verbesserung. Das müssen wir unbedingt Dr. Rebaud sagen. Ich will mich bewegen. Ich muss mich bewegen. Tschüss, Mademoiselle Elise. Wenn ich diesen verfluchten Zeigefinger rühren kann, ist auch noch anderes möglich. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich unangemeldet komme, aber die Umstände... Mein Name ist Issa. Große Sensation für Yvette. Der Kommissar, die Koryphäe, die nach dem Mord an dem kleinen Masnet aus Paris zur Verstärkung der hiesigen Polizei geholt wurde, macht uns einen Überraschungsbesuch. Nehmen Sie doch Platz, Herr Kommissar. Danke. Wenn Sie gestatten, dann würde ich jetzt gerne lieber alleine mit Mademoiselle Andrioli reden. Ich bin dann in der Küche. Dankeschön. Dieser Kommissar hat eine sympathische junge Stimme. Sie passt eigentlich gar nicht zu Virginies Beschreibung. Ein Clown mit gelben Haaren, Schnurrbart und dicker Hornbrille. Sie haben sicher die letzten Entwicklungen in der Angelegenheit Stéphane Miguin verfolgt. Die Blutspuren in seinem Wagen und so weiter. Alle sind überzeugt, dass Miguin der Mörder war. Aber mich befriedigt diese Lösung nicht. Mich auch nicht, ganz und gar nicht. Wenn ich recht habe und er ist unschuldig, heißt das, dass der Mörder seinen Wagen benutzt hat. Er muss Stefan also gut genug gekannt haben, um ihn geliehen zu bekommen.
Ich habe gehört, Stéphane Miguel mochte sie gern. Mademoiselle Elise? Was mich übrigens nicht wundert. Ein Kompliment. Ein Kompliment von einem Polizisten. Glauben Sie, dass er die Verbrechen begangen hat? Natürlich glaube ich es nicht. Stéphane, niemals. Ich versuche, mich mit einem abgewinkelten Zeigefinger deutlich zu erklären. Danke. Das war mir wichtig. Mir ist sehr an Ihrer Meinung zu diesem Fall gelegen. Ich wünschte, ich könnte ihm von Stéphanes Anruf erzählen und von der gelöschten Kassette. Wir müssen demnach davon ausgehen, dass ein gefährlicher Mörder weiterhin frei herumläuft. Offen gestanden wäre ich sehr dafür, dass Sie den Winter anderswo verbringen. Mademoiselle Elise. Zum Beispiel bei Ihrem Onkel. Aber das müssen Sie entscheiden. Auf Wiedersehen. Wie lange er meine Hand zum Abschied gehalten hat. Na, ist er weg, der eingebildete Pinsel? Inspektor Gassin ist ganz schön sauer, dass die in Paris ihm ausgerechnet diesen Clown vor die Nase gesetzt haben. Ich hänge düsteren Gedanken nach. Helens Besuch am Nachmittag. Sie war wieder sehr erregt. Mir schien, als habe sie getrunken. Ich weiß noch, wie wir vor 7 Jahren beschlossen haben, hierher zu ziehen. Die Ruhe, das Landleben, die Lebensqualität. Was für ein Schwachsinn. Dieser Ort bringt Unglück. Wir müssen hier weg. Aber Paul sagt, das ist unmöglich. Seine Karriere ist ihm eben wichtiger als alles andere. Das glaube ich allerdings inzwischen auch. Wissen Sie, Lise, ich habe mich oft gefragt, was mein Sohn tun wird, wenn er groß ist. Merkwürdigerweise habe ich ihn immer mit wehendem Haar am Steuer eines Segelschiffs gesehen. Mein Sohn, sagte Helene. Sie muss an Renaud gehangen haben, als wäre er ihr eigenes Kind. Und doch hatte ich in meinem tiefsten Innern eine böse Vorahnung. Wie von einem kommenden Unglück. Und ich habe recht gehabt. Man hat ihn mir genommen, meinen Liebling. Mein Gott. Die arme Helene. Es geht ihr wirklich schlecht. Und ich kann ihr nicht helfen. Ich werde Ihnen etwas sagen, was ich bisher keiner Menschenseele anvertraut habe. Paul ist nicht der Vater von Virginie. Beinahe hätte ich mich an dem Kaffee verschluckt, den sie mir hinhält. Paul nicht Virginies Vater? Weiß er das? Als ich ihn kennenlernte, war ich im 2. Monat schwanger. Ich habe ihm nichts gesagt. Auch Virginie weiß es nicht. Sie wird den anderen sowieso nie im Leben kennenlernen. Der andere? Was er ihr wohl angetan hat, dass sie so von ihm spricht. Ich war sehr jung, als ich ihn kennenlernte. Wenn ich geahnt. Na, Yvette? Noch ein Gläschen? Nein, Jean. Nicht für mich. Und Sie, Mademoiselle Elise? So ein Angebot lehne ich doch nicht ab. Der Wein rinnt in meinen Mund, über meine Zunge, meinen Gaumen. Köstlich. Wer das ist, noch so spät? Geh doch endlich, Yvette. Diese Klingelei ist ja nervtötend. Ich komm ja schon. Elise, Ihre Hand, Ihre linke Hand. Was ist mit meiner Hand? Aber ja, sie befindet sich in Höhe meines Gesichts. Ich habe die linke Hand gehoben. Ich habe sie bewegt. Ganz einfach so. Versuchen Sie es noch einmal. Ich spüre ein Zittern im Handgelenk. Ganz ruhig bleiben, Elise, entspannen. Jetzt. Ich hebe und senke die Hand wie ein braver Hund, der seinem Herrchen immer wieder den Ball apportiert. Bravo, Elise. Ich bin sicher, bald können Sie auch die Finger bewegen. Ich muss sie finden, verstehen Sie? Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war am Nachmittag hier. Das ist schon mehr als 4 Stunden her. Was ist denn passiert?
Paul und Elaine haben sich gestritten und Elaine ist weggelaufen. Ja, sie ist völlig am Ende. Sie hat Depressionen und nimmt viel zu viel Tabletten. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Mir kommt ein furchtbarer Verdacht. Will Paul Elaine etwa auch aus dem Weg schaffen? So wie Sophie aus dem Weg geschafft wurde? Diesmal vielleicht, meine Frau war depressiv. Sie hat sich von der Brücke gestürzt. Wollen Sie uns etwas sagen, Mademoiselle Elise? Lise, wissen Sie, wo Elaine ist? Es ist genial, die Hand bewegen zu können. Durch eine winzige Bewegung von rechts nach links kann man ein Nein andeuten. Ja. Also, hören Sie, Yvette, falls sie sich hier bei Ihnen meldet, dann sagen Sie ihr, dass es mir leid tut und ich zu Hause auf Sie warte. Mach ich gern. Ja, ich kann auf der Heimfahrt einen kleinen Umweg machen und auch nach Elaine Ausschau halten. Man kann ihr wissen. Ja, danke schön. Beim Aufwachen am nächsten Morgen denke ich zuerst an meine Hand. Wenn sie sich nun nicht mehr bewegt. Aber das Wunder wiederholt sich und ich schwebe in einem Zustand dümmlicher Glückseligkeit. Gott sei Dank braucht man sich auch um Elaine keine Sorgen mehr zu machen. Paul rief noch am Abend an, dass Elaine kurz nach seiner Rückkehr nach Hause gekommen und alles wieder in Ordnung sei. Ich habe mit Dr. Raybaud gesprochen. Er kommt später vorbei. Ach, Elise, mein Liebes. Das mit Ihrer Hand ist einfach wunderbar. Jetzt wird Professor Combré Sie bestimmt operieren. Aber da ist noch etwas Trauriges. Joris, der Sohn von Lavenac, ist tot. Es ist heute Nacht passiert. Eben wurde es im Radio durchgegeben. Joris Lavenac, ich erinnere mich an ihn. Ein Junge von 12, sehr klein für sein Alter. Ein Western-Fan, er kam oft ins Kino. Er ist auf die Bahngleise gefallen und vom Zug überfahren worden. Entsetzlich. Wie konnte das passieren? Man hat ihn nur durch ein Armband mit seinem Namen identifizieren können. So verstümmelt war er. Ich bin wie versteinert. Wieder ein Kind und rein zufällig wird es vom Zug so zugerichtet, dass man nie erfahren wird, was wirklich geschehen ist. Und rein zufällig war Paul gestern Abend um diese Zeit unterwegs. Und Monsieur Jean ebenfalls. Wie schnell sie beide bereit waren, nach Elaine zu suchen. Hallo, Virginie. Hallo, Lise. Ich habe eine 2 im Diktat geschrieben. Oh, super. Du kannst richtig die Hand heben. Hast du gesehen, Mama? Lise kann die Hand bewegen. Mach es nochmal. Das ist aber schön, Lise. Ich freue mich für Sie. Dann geht es wenigstens einem gut. Bald kannst du den ganzen Arm bewegen. Und die Beine und alles. Dann gehen wir spazieren. Mit Renault. Und mit Joris auch. Alle denken, dass der Zug ihn überfahren hat. Aber ich weiß es besser. Die Bestie hat ihn unter die Räder gestoßen. Blums. Hilfst du mir? Ja. Manchmal ist Virginie wirklich ein echtes Herzchen. Haben Sie schon gehört, Lise? Von dem Unfall, den der kleine Joris hatte. Auf dieser Stadt liegt ein Fluch. Eine Katastrophe nach der anderen. Wissen Sie, Lise, ich habe so etwas schon einmal erlebt. Ich hoffte, ich müsste es nie wieder erleben. Aber ich glaube, der Fluch folgt mir. Außer wenn Toni... Toni? Wer ist denn das? Hoffentlich kommt Yvette nicht so schnell wieder zurück. Erzähl, Elaine. Niemand weiß etwas von ihm. Aber er ist der Vater von Virginie. Wir waren nicht verheiratet. Es war die Hölle mit ihm. Er war gewalttätig und gemeingefährlich. Einmal hat er mir sogar den Arm gebrochen. Sie haben ihn eingesperrt in einer Anstalt, wegen Mord. Er wird nie im Leben mehr rauskommen. Aber manchmal frage ich mich, wenn er nun doch, wenn er hierher kommt, um Virginie zu holen. Ein Psychiater hat mir mal erklärt, es sei normal, dass Frauen, die eine schlimme Kindheit hatten, sich Männer suchen, die ihrem Vater ähnlich sind. Und dann, als ich glaubte, alles hinter mir gelassen zu haben, als Paul und ich heirateten und wegzogen, ist die Sache mit Renaud passiert. Alles ging wieder von vorne los. Der Fluch verfolgt mich, Lise. Ich kann nicht mehr. So, hier ist ein schönes, kühles Bier für die Erwachsenen und ein Orangensaft für Virginie. Frisch gepresst. Ich habe ihn ausgepresst. Das ist aber schön, Liebes.
Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Warum haben sie diesen Toni eingesperrt? Elaine sagt, er hat einen Mord begangen. Wenn er nun aus der Anstalt ausgebrochen ist und sich die neue Adresse von Elaine beschafft hat. Wenn er hier in der Stadt ist. Vielleicht hat er sich Virginie als Vater zu erkennen gegeben. Das würde erklären, warum sie ihn schützt. Warum hat die Polizei diese Möglichkeit nie in Betracht gezogen? Halt! Die müssen nichts von seiner Existenz wissen. Elaine und Toni waren ja nie verheiratet. Wenn ich doch meine Hand wieder richtig gebrauchen, Fragen aufschreiben, in der Vergangenheit herumstochern könnte, dann wäre der Fall bald gelöst. Dann ein beklemmendes Gefühl in der Magengrube, ein Erkalten der Füße und Hände. Und mit einem Schlag das Versagen, das vergebliche Einwirken des Willens auf die träge gewordenen Muskeln. Yvette ist einkaufen gegangen und hat eine von den Kassetten in den Rekorder eingelegt, die sie in der Bücherei für mich ausgeliehen hat. Bestie Mensch von Emile Zola. Ich mag Zola sehr, auch wenn mir der Titel unter den gegebenen Umständen nicht sonderlich geschmackvoll erscheint. Das Schlimmste war, dass er vorhin, als er sie halbnackt angetroffen, geglaubt hatte, die Sache werde tatsächlich abermals schiefgehen. Denn sobald sich sein alter Schauer wieder einstellte, war er nicht mehr länger Herr über sich. Es war kein Vergnügen. Keine Freude. Es war notwendig. Was denn das? Unumgänglich. Ich musste sie töten. Das ist eine andere Kassette. Ich musste sie an mich drücken. Bis sie sich nicht mehr bewegten. Bis sie ihren Frieden hatten. Ich will das nicht hören. Schaltet dieses Band ab. Ich wollte sie festhalten. Etwas von ihnen zurückbehalten. Aber das versteht ja niemand. Plötzlich kommt mir ein grauenvoller Gedanke. Jemand ist da. Hier im Zimmer. Dicht neben mir und hört sich selbst mit einem Grinsen reden. Diese arme Idiotin in ihrem Rollstuhl. Man müsste diese unnütze Kreatur ausmerzen. Ihr den Bauch aufschlitzen, das Herz herausreißen, zusehen, wie sie langsam stirbt. Ich hasse dich, Elise. Die anderen habe ich geliebt. Dich hasse ich. Eine Hand packt mich am Arm. Warm, lebendig. Ich träume nicht. Ich schreie innerlich so laut, dass ich den Eindruck habe, mein Kehlkopf müsste zerspringen. Jetzt fasst sie nach meinem Hals, drückt zu und dann etwas Kaltes. Es bohrt sich in mein Fleisch. Hilfe, Hilfe, oh Gott, oh mein Gott, so hilf mir doch. Es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. Mademoiselle Andrioli? Sind Sie da? Der Kommissar! Schnell, schnell! Komm rein! Ich habe mir erlaubt, hereinzukommen, Mademoiselle Andrioli. Die Tür stand offen. Aber was ist denn passiert? Sie bluten ja. Vorsichtig, Sir! Die Bestie muss im Zimmer sein, in irgendeiner Ecke versteckt. Verflucht, warum kann ich nicht sprechen? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich rufe einen Krankenwagen. Alles ist gut. Nein, gar nichts ist gut. Die Bestie wird erst dich und dann mich töten, genauso wie sie es mit den Kindern gemacht hat. Weinen Sie nicht. Es ist ja vorbei. Der Krankenwagen kommt gleich. Wissen Sie, wer Sie überfallen hat? Nein, das ist es ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Haben Sie die Person erkannt? Nein, die Kassette. Er muss sich die Kassette anhören. Trotz der stechenden Schmerzen im Arm hebe ich die Hand und versuche, auf den Radioapparat zu deuten. Vorsicht! Überanstrengen Sie sich nicht. Was wollen Sie mir sagen? Der Schrank? Nein? Die Wand? Die Stereoanlage? Nein, da ist nichts. In dem Apparat liegt nur eine Kassette. Bestie Mensch von Zola. Das Schwein hat die Kassette an sich genommen, ehe Issa hereingekommen ist. Ich fühle mich schlapp, mir ist kalt vor Enttäuschung. Wieder einmal keine Chance, etwas zu beweisen. Da ist der Krankenwagen. Gleich kümmert man sich um Sie. Machen Sie sich keine Sorgen.
Er legt den Arm um meine Schultern. Er riecht nach Rasierwasser. Ja. Warum sollte ich mir auch Sorgen machen? Als ich aufwache, liege ich in einem Bett. Alles ist ruhig. Blumenduft. Eine Sekunde lang kommt mir der grauenvolle Gedanke, ich könnte in einer Leichenhalle aufgebahrt sein. Dann spüre ich Schmerzen im rechten Arm. Nicht den Arm bewegen! Sie sind gerade genäht worden. Am rechten Arm haben Sie eine ganz schön lange Wunde. Am linken sind ein paar Schnitte. Sie haben uns einen mächtigen Schreck eingejagt, Mademoiselle Andrioli. Ich bin es, Florent Cassin. Cassin? Warum er? Wo ist Issard? Ihre Haushälterin ist ohnmächtig geworden, als sie von der Sache gehört hat. Sie kam vom Einkaufen und sah gerade noch den Krankenwagen davonfahren. Wir gehen der Sache nach. Hat die Person, die sie überfallen hat, irgendetwas gesagt? Nicht wirklich. Nur auf der Kassette. Wie soll ich das erklären? Hat er gesagt, was er wollte? Wollte er... Ich meine... Hat er versucht, sie zu missbrauchen? Plötzlich verstehe ich. Für Gassin handelt es sich um einen einfachen Überfall, der nichts mit dem Kindermörder zu tun hat. Ein Angriff auf eine alleinstehende Frau, nichts weiter. Wo ist Issard? Mit ihm will ich sprechen. Er ist der Einzige, der mich versteht. Elise, mein Kleines. Oh mein Gott, ich habe solche Angst um sie ausgestanden. Und dabei war ich überzeugt, die Tür abgesperrt zu haben. Er wäre trotzdem hereingekommen, meine arme Yvette. Ich wollte, ich könnte dich in den Arm nehmen und trösten. Ich darf nicht länger bleiben. Paul und Elaine sind auch da, aber die Schwester lässt sie nicht rein. Sie sagt, sie brauchen Ruhe. Ich bin so froh, dass sie noch am Leben sind. Ich auch, meine gute Yvette, auch wenn mein Arm höllisch schmerzt. Der Arm, in dem ich bisher keinerlei Gefühl hatte. Offenbar ist so ein Schrecken therapeutisch sehr wirksam. Wenn ich nach jedem Mordanschlag ein Glied mehr bewegen kann, werde ich mich nachts in den verrufensten Vierteln spazieren fahren lassen. Bis morgen, mein Liebes. Schlafen Sie gut. Ich liege da und versuche zu denken. Die Bestie hat die Kassette für mich vorbereitet. Er muss seine Stimme mit einem dieser Stimmmodulatoren aus dem Versandhauskatalog verfremdet haben. Da war doch etwas Merkwürdiges mit Issard, über das ich nachdenken wollte. Aber ich bin zu müde, die Gedanken schwimmen weg. Sie haben mir wohl ein Beruhigungsmittel gegeben. Gleich schlafe ich ein. Ich bin in Sicherheit, keine Gefahr mehr. Ich bin im Krankenhaus. Lise? Lise, machen Sie auf. Issard. Machen Sie auf. Wo kam der denn plötzlich her? Er beugt sich über mich und fasst mich bei den Schultern. Ich habe nicht viel Zeit. Wir stecken in einer Sackgasse. Niemand will wahrhaben, dass zwischen dem Angriff auf Sie und den Morden eine Verbindung besteht. Man beharrt darauf, dass Stéphane Miguard der Mörder ist. Fingerabdrücke hat man keine gefunden. Der Angreifer muss Handschuhe getragen haben. Wie Sie, Issard. Ich spüre Ihre Handschuhe durch mein Nachthemd. Der Mörder läuft also noch frei herum. Wir beide wissen, dass er sich in Ihrer Nähe befindet. Er spürt, ich bin ihm auf den Fersen. Das macht ihn nervös. Er hat Angst. Aber ich kann die Verfolgung des Falls in der Öffentlichkeit nicht mehr rechtfertigen. Ich muss einen anderen Weg finden. Was erzählt er da? Geht er in den Untergrund oder was? Ich verstehe kein Wort. Kennen Sie die Legende von Isis und Osiris? Isis und Osiris? Ägypten und die Pharaonen? Bis bald, Lise. Seien Sie unbesorgt. Ich gebe auf Sie Acht. Das verspreche ich. Er streicht mir übers Gesicht. Was soll das? Schon wieder einer, der durchdreht. Bitte nicht Sie, Issard. Bitte nicht. Ich brauche Sie noch. Sie sind ja wach, Mademoiselle Andrioli. Sie müssen noch schlafen. Es ist erst 3. Keine Angst. Ich komme jede Stunde vorbei. 3 Uhr morgens? Kommissar Issard um 3 Uhr morgens in meinem Zimmer? War das eine Halluzination? Er nennt mich beim Vornamen und erzählt mir seltsame Dinge. Isis und Osiris.
Soviel ich mich erinnere, wurde Osiris getötet und seine Leiche zerstückelt und Isis versuchte, ihn wieder zum Leben zu erwecken, indem sie die verstreuten Stücke einsammelte. Die Verstümmelung, die Augen, die Hände, das Herz, die an den Leichen fehlten. Aber wer sollte da wiederbelebt werden? Der kleine Renaud etwa? Sollte Paul nach dem Mord an seinem Sohn wahnsinnig geworden sein und versuchen, ihn wieder zusammenzusetzen? Nein, das macht keinen Sinn. Die Mordserie hat schon früher begonnen. Außerdem, wie kann ich einen guten Freund verdächtigen? Guten Tag, Lise. Hallo, Lise. Sie haben uns vielleicht einen Schrecken eingejagt. Tut es noch weh, Lise? Ich habe gestern Abend für dich gebetet. Leise, Virginie. Lise ist sehr müde. Der Kommissar ist tot. Weißt Virginie. Du, Lise? Der Clown mit den gelben Haaren. Halt den Mund. Du sollst Lise nicht aufregen. Er hat gestern Abend in seiner Wohnung in Paris einen Herzinfarkt erlitten. Inspektor Gassin hat es uns heute Morgen erzählt. Mich überläuft es kalt. Wenn Kommissar Issard gestern Abend um 9 Uhr zu Hause gestorben ist, wer war dann um 3 Uhr nachts hier bei mir? Er war ein alter Clown, hat mich immer ausgefragt, nach dir und Yvette und Mama und Papa und Stefan. Ich hab die Nase voll von ihm gehabt. Naja, in ein paar Monaten wäre er ohnehin in Rente gegangen, sagt Gassin. Issard soll so alt gewesen sein, mit der Stimme unmöglich. Darum hat es Gassin ja auch so geärgert, dass Paris ihm Issard vor die Nase gesetzt hat. Ich will einen Stift, Papier und einen Stift. Ich balle und öffne die Faust und versuche seitlich mit dem Arm auszuholen. Pass auf das Glas! Ich habe das Glas vom Nachttisch gestoßen. Ich glaube, es regt sie auf, wenn man von Issard redet. Komm, wir gehen besser. Ja. Sie braucht Ruhe. Mein rechter Arm schmerzt. Was für ein köstlicher, lebendiger Schmerz. Bald kann ich einen Stift halten und mit den anderen kommunizieren. Aber mit wem? Wenn Issard nicht Issard ist. Ich habe viel geschlafen in den letzten Tagen und fühle mich deutlich besser. Morgen soll ich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Doch kaum habe ich einen klaren Kopf, schon überfallen mich wieder die düsteren Gedanken. Noch immer läuft ein Serienmörder frei herum, der es auch auf mich abgesehen hat. Fast empfinde ich es als angenehm, dass Inspektor Gassin bei mir auftaucht. Man hat hier im Krankenhaus ein Päckchen für Sie abgegeben, Mademoiselle Andrioli. Da es keinen Absender trug, haben wir es vorsichtshalber auf dem Revier geöffnet. In dem Päckchen waren eine schwarze Hornbrille, ein paar Lederhandschuhe, ein gelber Schnurrbart und eine Perücke. Ich nehme an, Sie wissen, was das zu bedeuten hat. Dann war das wirklich ein falscher Issard, der sich bei mir eingeschlichen hat. Die Frage ist, warum diese Sachen an Sie geschickt wurden. Warum will sich dieser Betrüger gerade Ihnen offenbaren? Können Sie sich das erklären? Der echte Issard hat sich nie bei mir blicken lassen. Einfach deshalb, weil ich für seine Ermittlungen völlig uninteressant war. Nur der falsche Issard hat einen Zusammenhang zwischen mir, Virginie und den Morden gesehen. Glücklicherweise haben wir einen Fingerabdruck von ihm auf der Verpackung gefunden. Demzufolge handelt es sich um einen gewissen Antoine Mercier, genannt Tony, 38 Jahre alt. Tony? Virginies Vater? Der Kerl, der Hélène den Arm gebrochen hat, als Polizist verkleidet. Er wurde 1988 wegen Mordes verhaftet, für unzurechnungsfähig erklärt und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Die Anklage gegen ihn lautete übrigens auf Mord an einem 8-jährigen Kind. Er wurde damals in einem anonymen Brief der Tat beschuldigt. Sein Anwalt plädierte zwar auf unschuldig, aber bei einer Hausdurchsuchung fand man genügend Indizien gegen ihn, um ihn zu verurteilen. Und jetzt kommt's. Tony Mercier ist seit über einem Jahr aus der Anstalt entflohen. Da hat Gassin also seinen Kindermörder. Alles, wirklich alles, deutet auf Tony alias Issard hin. Nur fällt es mir schwer zu glauben, dass er die Bestie sein soll. Seine Stimme und sein Tonfall waren so sympathisch. Hätte ich es nicht spüren müssen, wenn er der Mörder ist? Wir haben es jedenfalls mit einem äußerst gefährlichen Geisteskranken zu tun, Mademoiselle Andrioli. Und ich mache mir Gedanken über Ihre Sicherheit. Ich möchte nicht, dass Sie in der Stadt bleiben. Fahren Sie zu Ihrem Onkel, sobald Sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Schon wieder jemand, der mir rät, zu meinem Onkel zu fahren. Warum eigentlich nicht? Nach allem, was dort geschehen ist, denke ich mit Unbehagen an zu Hause. Wenn Sie einverstanden sind, bespreche ich alles mit Ihrer Haushälterin.
Paul hat angeboten, Yvette und mich zum Flugplatz zu bringen. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen spät dran. Wo ist denn Paul? Wir holen ihn in der Bank ab. So, geben Sie mir den Rollstuhl, ich packe ihn in den Kofferraum. Und Virginie, wollte sie nicht auch mitkommen? Virginie hat heute länger Schule. Steigen Sie jetzt ein, Yvette. Ja, wir müssen uns beeilen. Ja. Was war das für ein seltsames Geräusch? Was ist das jetzt? Ich spüre etwas an meinen Lippen. Ein Glas? Nein. Nein. Nicht die Nase zu halten. Ich ersticke ja. Das nasse Zeug rinnt mir übers Kinn. Yvette, Elaine, warum helft ihr mir denn nicht? Ich... Wo bin ich? Anscheinend sitze ich in meinem Rollstuhl, denn unter meinem Finger spüre ich die Knöpfe. Ich drücke. Der Rollstuhl bewegt sich langsam vorwärts. Ein Raum, den ich kenne. Der Aufzug. Nein. Das kann doch nicht sein. Das ist ja, ich bin in Benoits kleiner Wohnung. Träume ich? Wer hat die Schlüssel? Wer hat gewusst, dass die Wohnung noch immer leer steht? Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer mit dem großen Bett. Die Erinnerung schmerzt mich so, dass ich mich übergeben möchte. Es riecht muffig, abgestanden. Aber auch nach etwas anderem. Ja, es stinkt. Ein Geruch nach verwestem Fleisch. Will man mich zum Wahnsinn treiben? Mir ist, als hätte man mich in Benoits eisiges Grab gestoßen. Ich stoße an etwas. Ich strecke meinen Arm aus. Da sind ja Beine. Beine in einer Hose. Kalt und leblos. Und daneben noch ein anderes Paar Beine in Nylonstrümpfen. Ich weiß, es sind Paul und Yvette. Und beide sind tot. Sie sitzen auf dem Sofa und ihre leeren, starren Augen sind auf mich gerichtet. Jemand kommt. Ich muss etwas unternehmen, mich verteidigen. Der Brieföffner auf Benoits Schreibtisch. Ein alter Türkendolch. Es kostet mich übermenschliche Kraft, aber ich schaffe es. Ich habe das Messer. Keine Angst. Ich bin da, Lise. Ich bin dir gefolgt. Issar. Der falsche Issar. Tony Mercier. Der Mörder, die Bestie. Er war also die ganze Zeit schon da, hat mich beobachtet. Warum hat er mich nicht schon früher umgebracht? Keine Bewegung oder ich schieße. Elaine, Gott sei Dank. Geh weg von ihr, Tony. War nicht sehr klug von dir, hierher zu kommen. Elaine, leg die Waffe weg. Oh nein. Wenn du abdrückst, wirst du Virginie nie wiederfinden. Was erzählst du da? Virginie ist in der Schule. Ich habe sie abgeholt und versteckt. Wirf die Waffe weg. Niemals, du Schwein. Ich werde es aus dir herauskriegen. Das verspreche ich dir. Er ist also tatsächlich die Bestie. Ach, wenn ich etwas tun könnte. Wenn es mir gelingt, den Arm zu heben, dann könnte ich ihm das Messer in den Oberschenkel rammen. Es ist unsere einzige Chance. Ah! Lise, warum hast du das getan? Bravo, Lise. Ah. Sie entwickeln sich. Umso besser, jetzt lässt er sich leichter fesseln. Brav, Toni. Ah. Ganz brav. Vielleicht verblutest du ja. Dann bleibt dir viel erspart. So, und nun lassen Sie das Messer los, Lise. Sonst verletzen Sie womöglich noch jemanden. Nein! Ich will das Messer nicht loslassen. Ich umklammere den Griff. Also wirklich, Elise, das ist doch lächerlich. Lass es nicht los, Lise. Auf keinen Fall. So viel steht fest. Der Typ ist mehr als verrückt. Nicht nur, dass er mich plötzlich duzt. Lise, du musst mir glauben. Virginie wusste nicht, dass ich ihr Vater bin. Und? Was ändert das? Aber ja, das ändert alles.
Virginie hatte nicht den geringsten Grund, jemanden zu schützen, den sie nicht kannte. Also lügt Toni nicht. Aber dann? Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Ah, Monsieur Jean, was für ein Zufall. Elaine, aber wieso sind Sie denn hier? Haben Sie mich zu einer dringenden Reparatur gerufen? Nein. Ich bin immer noch wie betäubt von dem, was ich höre. Elaine. Meine Freundin Elaine. Sie soll eine Mörderin sein? Was ist mit Yvette? Sie wurde von Elaine niedergeschlagen. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Ich habe sie herbestellt. Kein überflüssiges Gequatsche. Hier auf Sofa, Jean, neben Yvette. Elaine, was... Strecken Sie die Hände und Füße vor, nicht. So. Was machen Sie da? Sie hat sie alle umgebracht. Zuletzt ihren eigenen Mann. Klappe, verdammter Scheißkerl. Nein, ich kann es nicht glauben. Fällt Ihnen nicht auf, wie es hier stinkt? Sie sind widerlich. Sehen Sie nicht das, Paul? Ich spreche nicht von Paul. Ich spreche von den Reliquien. In dem schwarzen Kasten dort auf dem Regal. Toni? Elaine, möchtest du nicht aufmachen? Idiot! Was meint er damit? In diesem Kasten, Monsieur Jean, befinden sich liebe Erinnerungsstücke. Hör auf! Die Ohren von Victor de la Rue, die Hände des kleinen Michel Massenet. Hör auf, das ist meins. Der Skalp von Charles-Éric Galliano. Toni, du hast kein Recht. Der Penis von Joris Lavenac. Hören Sie auf. Das Herz von Mathieu Golbert. Hör auf, das ist mein... Und die dunklen Augen von Renaud van Staal. Das ist nicht wahr. Auf deren Netzhaut sich vielleicht ganz zuletzt noch das Gesicht seiner mörderischen Stiefmutter eingeprägt hat. Du darfst das nicht. Öffne den Kasten, Elaine. Darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Mach schon. Zeig uns deine Schätze. Isis und Osiris. Jetzt verstehe ich. Paul war sehr unhöflich. Ist ja. Ihm hat meine Sammlung überhaupt nicht gefallen. Er hat mich angeschrien und ganz schreckliche Dinge gesagt. Ich mag es nicht, wenn man mich anschreit. Und Stefan? Warum hast du ihn umgebracht? Er wurde lästig. Außerdem kriegte er Schiss, als er hörte, dass die Polizei nach einem weißen Kombi sucht. Er wusste, dass ich mir den Wagen häufig ausleihe. Sophie, was hat Sophie Ihnen getan? Die Klatschbase wusste zu viel. Sie wusste von Benoit. Was heißt das? Sophie wusste von Benoit. Was konnte sie wissen? Da war ein Selbstmord doch die einfachste Lösung, oder? Ich kann es nicht fassen. Elaine, das kann unmöglich wahr sein. Die Kinder, Stefan, Sophie, Paul, das sind 9 Menschen. Sie hatten nicht das Recht, mir Max wegzunehmen. 9 Menschen. Ich habe ihn so sehr geliebt. Wer ist Max? Er war mein Ein und Alles. Durch ihn sollte alles wieder gut werden. Durch ihn wollte ich die Prügel vergessen. Die ewige Angst. Die Gewalttätigkeit. Nach so viel Leid. Endlich Liebe. Du glaubst, wenn du Kinder umbringst, kannst du damit Leid durch Liebe ersetzen? Was weißt du schon von Liebe, du Stück Dreck? Du sagst, ich habe sie getötet. Ich sage, ich habe ihnen Leiden erspart. Ihnen Frieden gegeben. Den süßen Frieden des Todes. Aber wer ist Max? Ein Engel! Max war ein Engel. Aber genug. Das Thema ist beendet. Jetzt muss ich gehen. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Aber euch kann ich leider nicht mitnehmen. Freut mich, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Das Feuer der Freundschaft wird stets zwischen uns brennen. Lise, ich hoffe, dass Sie schrecklich leiden werden. Ich habe Sie immer gehasst. Ich weiß nicht, was er an Ihnen gefunden hat. Er? Der liebe Benoit. Er wollte Ihnen die ganze Geschichte nach dem Urlaub in Irland beichten. Aber leider hat er ja nicht mehr die Gelegenheit dazu gehabt. Kurz nachdem ich die Seele des kleinen Charles-Éric befreit habe, habe ich das erste Mal mit ihm geschlafen. Er wollte, dass ich Paul verlasse und wir zusammen weggehen. Aber ich konnte nicht. Renaud wurde 8 und sein Haar war so weich, so glänzend, genau wie das von Max. Sie verstehen, ich musste es tun. Benoit und Sie? Benoit hat mich betrogen? Benoit hat mich angelogen? Hören Sie nicht auf Sie, Lise. Benoit hat Sie geliebt. Aber Elaine ließ einfach nicht locker. Sie klebte an ihm wie Pech. Sei still, woher willst du das wissen? Oh! Ich glaube, jetzt hat dir der Revolvergriff die Nase gebrochen. Aber Luft kriegst du noch, oder? Egal, bald brauchst du sowieso keine Puste mehr.
Bald seid ihr alle eure Sorgen los. Lise braucht keinen Rollstuhl mehr. Toni muss nicht wieder zurück in die Irrenanstalt. Jean können seine Cholesterinwerte blieb egal sein. Nun jammern Sie nicht, Jean. Ihre Yvette ist ohnmächtig. Sie wird sterben, ohne etwas zu merken. Ich spüre, wie mir die Tränen über die Wangen laufen. Benoit hat mich betrogen und ich werde bei lebendigem Leib verbrannt. Aber ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ich spüre Hélène dicht neben mir. Mein Arm schnellt mit geballter Faust vor, trifft auf etwas Weiches. Lise! Halt das Messer senkrecht, damit ich die Fesseln durchschneiden kann. Schnell! Ich umklammere mit aller Macht den Griff des Messers. Konzentriere mich. Wie viel Zeit ist inzwischen vergangen? 2 Sekunden, 3 Sekunden, 1 Jahrhundert? Hélène läuft um mich herum. Ich spüre die Flammen. Sie fällt auf mich. Hilf, ich brenne. Alles ist gut. Du bist in Sicherheit. Und Hélène? Sie ist hineingefallen. Einfach hineingefallen. Was ist geschehen? Hélène ist tot. Sie ist in das Messer gefallen. Gott sei ihr gnädig. Ich liege auf einer Bahre im Krankenhaus. Neben mir sitzen Inspektor Garçon und Toni, und aus dem Gespräch der beiden erfahre ich Details, die mich langsam die ganze schreckliche Geschichte verstehen lassen. Wie sind Sie dahinter gekommen, dass es Hélène war? Ich bin eigentlich nicht wirklich dahinter gekommen. Erst am Schluss, da habe ich das kapiert. Bedenken Sie, dass ich all die Jahre in der Anstalt saß und nicht wusste, ob ich nun den Mord an dem Kind begangen hatte, für den man mich verurteilte, oder nicht. Und das verstehe ich nicht. Ja, ich habe damals so viel gesoffen, dass ich mich nicht erinnern konnte. Alle behaupteten, ich hätte den kleinen Charles-Éric Galliano erwürgt und skalpiert. Hélène, die Polizei, die psychiatrischen Gutachter. Mein Gott, und ich hatte ja auch tatsächlich schon so viele verrückte Dinge in meinem Leben getan, dass ich... Ach, naja. Erst nach einer Entziehungskur war ich imstande nachzudenken. Auch Hélène hatte eine traumatische Kindheit gehabt. Und ich wusste von ihrer immer wiederkehrenden Zerstörungswut. Einmal kam ich dazu, als sie wie besinnungslos auf Virginie einschlug. Wir haben uns geprügelt und sie brach sich den Arm. Später sagte sie zu mir, sie wisse nicht, was in sie gefahren sei und dass sie seit dem Tod von Max gelegentlich solche Ausfälle habe. Schon wieder dieser Max. Max? Max war Hélènes unehelicher Sohn, den sie mit 17 Jahren bekam. Was für ein Sohn? Von einem Sohn war bisher nie die Rede. Natürlich, er ist ja auch tot. Langsam. Ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, gerne. Als ich Hélène kennenlernte, machte ich gerade meine erste Entziehungskur. Und sie hatte 3 Selbstmordversuche hinter sich. Wir waren in der gleichen Therapiegruppe. Dort erfuhr ich, dass sie mit 17 ein Kind bekommen hatte und der Junge mit 8 Jahren gestorben war. Sie litt sehr darunter. Sie meinte, dieses Kind hätte alles wieder gut machen, alles Böse, das sie selbst in ihrer Kindheit erlebt hatte, auslöschen können. Und nun war es tot. Wissen Sie, woran der Junge gestorben ist? Soweit ich verstanden habe, war es ein Unfall. Und wer war der Vater? Unbekannt. Ich glaube aber, es war Hélènes eigener Vater. Er hatte sie jahrelang missbraucht. Mein Gott. Naja, ich dachte, ein neues Kind könnte sie vielleicht über den Verlust von Max hinwegtrösten. Und darum kam Virginie auf die Welt. Eine Zeit lang lief auch alles gut zwischen uns. Aber dann tauchte Paul auf. Hélène fing eine Affäre mit ihm an. Und ich habe wieder angefangen zu saufen. Liebten Sie sie denn? Jedenfalls war ich verrückt nach ihr. Sie war wie eine Droge für mich. Ständig erinnerte sie mich an die Vergangenheit, an das Elend meiner Kindheit in Waisenhäusern und Erziehungsanstalten. Sie teilte mit mir das Geheimnis der Schläge, das Gefühl, ein Objekt zu sein, dem alles widerfahren kann, egal wann. Wenn du schläfst, wenn du isst, jederzeit kannst du geschlagen werden. Jederzeit kann sich die Schranktür hinter deiner Angst, deinen bepinkelten Beinen, deinem Hunger schließen. Verstehen Sie, Inspektor? Vielleicht. Ich glaube ja. Und was passierte dann? Als die Polizei mich verdächtigte aufgrund eines anonymen Hinweises,
trennte sich Hélène von mir und ging zusammen mit Paul und Virginie fort, in eine andere Stadt. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass Hélène den Mord an dem kleinen Chalerique begangen haben könnte, für den man Sie auch noch verurteilt hatte? Seltsamerweise nicht. Dann habe ich erfahren, dass Renaud, Pauls Sohn aus erster Ehe, ermordet worden war. Und noch andere Kinder. Ich geriet in Panik. Ich hatte das Gefühl, wieder einen Albtraum zu durchleben. Andererseits war ich mir ganz sicher, diese Morde konnte ich nicht begangen haben. Ich musste die Wahrheit herausfinden. Haben Sie sich deshalb als Kommissar Issard ausgegeben? Ja, nachdem der kleine Michel ermordet worden war. Ich wusste, dass er und Virginie Freunde waren. Ich musste einen Weg finden, um ihr Fragen stellen zu können. Außerdem war Virginie mit Lise sehr vertraut. Vielleicht hatte sie ihr etwas erzählt. Darum also sein Interesse für mich. Wann kam Ihnen der Gedanke, dass Hélène die Täterin sei? Als Lise mit dem Messer attackiert wurde. Ich wusste, dass Hélène vorübergehend eine Affäre mit Benoît Delmar, dem Lebensgefährten von Lise, gehabt hatte. Und dass sie Lise hasste, weil Benoît sie ihr vorzog. Es ist schon merkwürdig, wenn du zur gleichen Zeit erfährst, dass dein Freund dich betrogen und dass er mit deiner Nebenbuhlerin Schluss gemacht hat. Und jetzt versuchen Sie sich vorzustellen, was Hélène empfunden haben muss, als sie Lise nach dem Unfall kennenlernte. An ihren Rollstuhl gefesselt. Ihre Rivalin war ihr schutzlos ausgeliefert. Was für ein Triumph. Triumph? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass es ihr sehr schlecht ging und dass sie ein sehr unglücklicher Mensch war. Ich glaube übrigens nicht, dass sie wirklich wusste, was sie tat. Der Trieb war stärker als sie. Wenn sie ein Kind sah, das sie an Max erinnerte, musste sie es zerstören. Und was ist mit Stéphane Miguin? Den hat sie doch wohl auch auf dem Gewissen. Er war ebenfalls ihr Liebhaber. Und er wusste zu viel. Sie hatte immer wieder seinen weißen Kombi benutzt. Und zu allem hin, auch er hatte sich in Lise verliebt. Auch er zog Lise ihr vor. Inspektor Gassin, Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Ich bin gleich wieder da. Du hast mich übrigens vor deinem Unfall oft in deinem Kino gesehen, Lise. Eigentlich jeden Abend. Das Bild eines großen, dunkelhaarigen Mannes steigt vor mir ab. Irgendwie musste ich die Zeit, die ich hier im Ort lebte, ja totschlagen. Außerdem fand ich dich damals schon sehr anziehend. Und später auch. Erinnerst du dich an die Gartenparty, als du geschlafen hast? Ich hoffe, du verzeihst mir. Soll man's glauben? Ich werde doch tatsächlich rot. Da bin ich wieder. Gut, dass Gassin zurückkommt. Wollen Sie wissen, woran Hélènes Sohn Max gestorben ist? Es war kein Unfall. Er ist von zwei Jugendlichen, die unter Drogen standen, in einem Keller zu Tode gequält worden. Übrigens, Tony, was werden Sie Virginie sagen, wenn Sie sie nachher abholen? Sie hat jetzt nur noch Sie. Ich weiß es nicht. Dass ich ihr Vater bin und dass Paul und Hélène bei einem Brand ums Leben gekommen sind. Bestimmt hat sie gewusst, dass ihre Mutter die Mörderin war. Ja und? Wollen Sie sie vor Gericht stellen? Zwei Wochen sind vergangen. Hélène und Paul sind beerdigt worden in dem Familiengrab, das Paul beim Tod des kleinen Renaud gekauft hatte. So liegen die Opfer mit ihrer Mörderin in einem gemeinsamen Grab. Yvette hat ihren Schädelbruch gut überstanden und Monsieur Jean machte ihr gleich, als sie wieder bei Bewusstsein war, einen Heiratsantrag. Aber die größte Sensation? Morgen früh um 8 Uhr wird mich Professor Cambrai operieren. Mein Onkel hat sich dafür eingesetzt. Und Tony. Tony, der neben mir sitzt und zärtlich meine Hand drückt. Seine große Hand auf meiner, meine Finger mit seinen verschränkt. Manchmal frage ich mich, wohin das führen soll. Auf was lasse ich mich da ein? Ich weiß es nicht. Ich mag mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich bin am Leben. Ich lebe.
Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, zweiter Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Darsteller waren Elise Susanne Lothar, Yvette Gisela Keiner, Virginie Johanna Bergmann, Hélène Anna Magdalena Fizzi, Paul Matthias Leher, Jean Reinhard Schulert, Catherine Silke Nato, Toni Heinrich Schmieder, Inspektor Gassin Bruno Winzen, Krankenschwester Gabriele Schulze, Sprecher Jakob Peuss. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Thomas Blockhaus. Regie Thomas Leutzbach. WDR 3 Hörspiel.